Moin moin Leute, wie ihr wisst, bin ich gerade im Urlaub und daher konnte ich die Free-to-Play-News für diese Woche nicht vorbereiten. Das ist das erste Mal seit 1,5 Jahren, dass ich an einem Sonntag keine Free-to-Play-News gemacht habe. Aber ich habe ein bisschen was anderes, denn ihr wisst ja auch, es läuft nicht immer alles rund in diesem Bereich, besonders bei YouTube mit Facecam, und ich habe ein paar Outtakes für euch zusammengefasst, damit ihr seht, dass ich teilweise doch ein bisschen öfters und länger an einem Video sitze, als es vielleicht bei euch vorkommt. Es gab auch 2 Videos, da sind die Fehler sogar mit drinnen geblieben. Und heute habe ich so eine kleine Zusammenfassung, sowohl von den News, wie auch von anderen Videos, wo ich mit Facecam gearbeitet habe. Einfach ein paar Outtakes, ich hoffe, es freut euch. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video, denn nächste Woche bin ich endlich wieder da. Und dann gibt es auch ganz normal Free-to-Play-News. In War Thunder erwarteten euch ab jetzt in der Closed Beta die... My.com hat uns mit neuen Videos rund um Skyforge bedient und es gibt unter anderem eine komplett neue Moonwalker hat das neue Spiel endlich angekündigt. Es nennt sich, ich habe keine Ahnung, wie verdammt nochmal. Und auch Neverwinter hat mal wieder was Neues rausgebracht, beziehungsweise was Neues angekündigt. Nennt sich Elemental Evil, sollte man wissen, ne? Der Closed Beta heißt, ihr könnt euch jetzt anmelden und es gibt auch ein paar Neuigkeiten aus dem südasiatischen Raum und auch, endlich neue Informationen zu The Elder Scrolls Online. Es wird nicht Free-to-Play, aber auch nicht mehr das Abo-Modell haben und aus dem Grund habe ich mir gedacht, es ist Zeit für ein... Heute haben wir den ersten eurer Free-to-Play-Vorschläge dabei, der aus den Kommentaren stammt. Ihr könnt natürlich wie gewohnt auch das Formular an... meine Fresse. Dragon's Prophet-Entwickler Runewalker hat das neue Spiel endlich angekündigt. Dann gibt es auch auf jeden Fall neues, oder auch nicht. Multi-Quest, weiß man für nichts, Dreadnought. So. Das erste richtig große PvE-Update ist aufgespielt worden, welche Monstern, neue Loot-Gegenstände und vieles Neues mit sich bringt. Kapitel 2 dann. Was habt ihr als Free-to-Play-Spieler für Einschränkungen? Ihr habt teilweise weniger Gebiete. Ne, ich bin falsch. Scheiße. Zeit für die Free-to-Play-News und das sind die heutigen Themen. Echo of Soul bereitet sich auf... Ja, ich weiß, mit ein bisschen Verspätung, aber heute gibt's die Auflösung des Kleinachten... In War Thunder erwartet euch mit Patch 1.45 endlich Steel Generals, die meine Fresse, was ist denn heute los? Eigentlich wollte ich ein Hands-on-Beta zu... Alter. Habe ich auch etwas für euch von... Jetzt muss ich ganz kurz... Scheiße. Läuft nicht. Freue mich auf eure Kommentare und Meinungen. Über einen Daumen nach oben, falls ihr mich noch nicht kennt. Nein, nicht so.